wir denn unser Moped hingestellt? Keine Zeugen. Linke Bank auf. Ach, da ist unser Auto. Auf die militanten Typen stehe ich überhaupt nicht. Okay, ich. Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf Tab. Wir gucken jetzt mal. Ziele, was? Achso, wir haben. Erledige Charles Vollstrecker. Hm? Okay, dann fahren wir da jetzt hin. Hat er bei Glück, sonst hätte ich mir gerade mal seine Karre geknallt. Da hupt ihr so lange, wie ihr lustig seid, ey. Alter, was macht der denn da? Au, oh, scheiße, was ist denn hier los, Alter? So, och nee. Das, denke ich mal, geht in die Hose. Warte, ich glaube, ich fahre erstmal in den Unterschlupf und bringe erstmal meine Kohlen weg. Derzeit ist Bargeld in der Brieftasche. Ach so, genau. Wir haben 2000 Dollar in der... das machen wir jetzt erstmal. Wir werden erstmal unser Geld schön auf unsere eigenen Banktresor. Die Frage ist, warum sind hier so viele Polizisten? Es gehört natürlich aus. Oh, hier ist eine Bar. Das sieht nicht gut aus. Ob wir die da alle wegkriegen? Vielleicht müssen wir irgendwo ein unruhiges Schiff, dass die alle wegkommen. Nee, den lasse ich jetzt in Ruhe. Ich bringe jetzt das Geld weg. Oh ja. Ach, wieso? Na, geh doch weg da. Ich will doch auf da drauf fahren. Weiber. Kriegst du ein Kind oder was? Hör auf zu brüllen. Tu dir nichts. Treppe, Virus, Treppe, du musst hier hoch. Jo. Dass das immer noch unser Unterschlupf ist, wohl. Da, 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 da. Wo war unser Tresor? Da, in der Ecke. Oh. So, jawohl. So, jetzt haben wir 20.488. Ziehen wir uns Outfit wechseln, damit wir nicht so auffallen. Mhm, ja. So. Der. Das ist echt doof, dass wir das da machen müssen. Da sind so viele Cops. Was ist das Grüne? Das interessiert mich jetzt gerade. Ach, warte mal, ich... Ich kann mir mal ein Medipack mal wieder zulegen. Ich habe nämlich keine mehr. Boah, da ist die Toilette. Müsste hier, glaube ich, hier vorne um die Ecke sein.
Nicht da rein. Hier will ich hin. War doch gar nicht so schwer, oder? Hä? Oh, Entschuldigung, ich wollte ja nicht im Weg stehen. Tut mir leid. Die Wirklichkeit sehen die meisten. Wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, was sie mit ihr gemacht haben. Nur für Weiß. Du wirst schreien, Penner! So, Freunde. Ganz ruhig, ich tue euch nichts. Ich wollte nur dem Mann lediglich ein bisschen helfen. Weil hier wird keiner überfallen, ohne dass ihm was auf den Beißt. Ich glaube, was wollte ich angefahren werden hier? Einmal wird Medikit angezeigt, dann wieder nicht. Das holen wir uns jetzt auch noch. Da haben wir nur eins. Oh mein, ach oh Scheiße, wir sind ja, das ist ja sogar. Genau da, wo ich jetzt nicht hin wollte. Nee. Wo geht's denn da jetzt rein? Muss ich jetzt komplett außen rumlaufen oder was? Dieser Rausch ist der Hammer. Ihr habt eine Waffe. Ruf deinen Arzt. Ich hab ihn voll erwischt. Tun Sie mir nicht weh. Fertig. Und? Dann mach schon. Oh, Scheiße. Oh, Alter, gibt's doch nicht. Hilf mir, verflucht! Hilfe! Da ist der Pisser. Muss in Deckung gehen. Nein. Oh, geh doch mal weg. Was? Ach. Behindertes Ding. Ist nicht mehr da. Nicht hier, also zurück. Versuchen wir es mal hier. Verdammte Scheiße, das tut weh. Okay. Was? Da kommt noch mehr. Ich brauche eine Sekunde zum Nachladen. Boah, der Alter. Muss in Deckung gehen. Dieser Hund da oben schießt er mich an, ey. Ich brech weg. Diese Drecksau. Vom Dach, Alter. Diese Drecksau, ey. Alles klar, aber weiß ich Bescheid, ey. Ist kalt. Er wird hier nicht so einfach rausmarschieren. Er ist wieder unten. Hab ihn im Auge! Ja! Erwischt du Fisch, Zappelzäh! Alter, wie viele Ziele gibt's denn da? Boah, 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 boah. So. Gut. Warte mal. Den haben wir doch hier vorne irgendwo erledigt. Wo war das denn jetzt?
dann haben wir die Kohle. Das war er jetzt gewesen. Da liegt nochmal Kohle. Der hat sogar ein Scharfschützengewehr. Aber das gehen wir nach oben oder müssen wir rein? Schauen wir mal. So, das haben wir ja geschickt. Ja, wir müssen auf jeden Fall rein. Nein, da nicht. Wir laufen einmal rum. Lalalala. Da liegt eine Pizza mit dem Aschenbecher oben drauf. Das ist wieder so typisch. Und da sind die Cops, dass die nicht von dem Krach wach geworden sind. Ist ja merkwürdig. Unbefugt. Ja, ja, ist gut. Hier muss hier irgendwo noch Kohle rumfliegen. So, zack. Ach, in die Werkstatt rein. Alles klar. Da. Ja, das ist gut, aber. Falls jemand Lust hat, hätte ich da eine Meldung über einen bewaffneten Farbigen im Hollow. I know you're nervous, but when. Okay. Ja, wenn ihr das auf Deutsch mal. Was haben wir hier? Oh, wir haben eine Schallplatte gefunden. Das sollten, glaube ich, abpacken. Mal in das ich brauche Medipack, sonst sieht es echt übel aus. So. Lalalala. So, einfach mal bis bei die Lichtverhältnisse hier. Ich könnte mal hier hingehen. Ach, die Bude ist verrammelt und verriegelt. Warte mal, die Cafés sehen irgendwie alle gleich aus hier. Warte mal, da ist der Erste-Hilfe-Kasten. So, dann haben wir das auch hier. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ha, haben wir doch gut gelöst, Mensch. Alles voller Cops, ey. Wow. So, das haben wir auch erledigt. Und jetzt müssen wir wohin? Heroin, rede mit Donovan. Alles klar. Dann fahren wir jetzt noch Donovan. Ja, dann fahr, komm. Oh, oh, oh. Jetzt reicht's aber. Wir sind die Typen, die andere. Oder dir Drecksack die Fresse. Ist doch halt zu stark. Schaff mir diesen Weg. Ja, was? Mist. Jetzt kann ich alles aber von vorne machen. Ach, wie ärgerlich. Ach, Mann. So ein Kack. Na, ich hoffe nicht. Vielleicht hat das ja da gespeichert. Das wäre jetzt echt mal blöd. Das war wieder. Ich würde mich bei meinen eigenen Leuten sicher fühlen. Aber unter uns tue ich nichts. Wenn du meinst. Und noch Geld in der Brieftasche. Das bringen wir jetzt erstmal weg. Rede mit Donovan. Okay, ach so, das ist ja der Kopf gewesen, der ehemalige FBI-Agent. So meinte ich das. Oh je, ich glaube, das Butterbrot war schon schlecht. Oh, oh, da fahre ich lieber. Ich wollte mir gleich den Garten voll Gott hier. Ah, ja. Hat sowieso mal wieder einen Anstrich nötig, die Bühne. Oh, man kann es ja fast driften mit dem Auto, dann ist ja mal Porno-Ralle, ey. Warte mal, ich fahre. Ja, genau, dieses Schild hat das auch. Ich will eben erst den. Oh, Alter, was fahre ich denn? So, einmal gedreht. Gehen wir erstmal eben rein und holen uns mal das Medikit. Pass auf! Halt's Maul. Gute Kacke.
Nudelkacke? Du mir auch. Hol die Personal. Oh ja. Jetzt ist aber. So, das haben wir auch. Was ist das denn? Playboy. Guck mal, wir haben Playboy aufgesammelt. Oh ne, wir lassen ihm das Fenster heile. Komm, was machen wir jetzt? Wir machen das Fenster jetzt nicht kaputt. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Ach da, Moment. Hier war der doof geparkt da, ne? Direkt an diesem komischen Briefkasten. Nicht Briefkasten, sondern Zeitungskasten. Das hat ja Amerika so Zeitungskästen. Wenn Zeitung raus, kannst du die wieder rausziehen. Direkt hinter ihm geparkt. Ich weiß wirklich nicht, was in dieser Gegend schlimmer ist. Wenn sich die Cops nicht blicken lassen oder wenn sie es tun. Wo finde ich den Pfeifen Heinz denn jetzt? Oder kommt der erst noch? Warte auf Donovan. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Konfrontiere vier Finger Charlie. Okay, alles klar. Boss rekrutieren. Denk dran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwandt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht. Aha. Das heißt, wir haben also Chance, den zu töten oder gleich sofort sagen, pass mal auf, entweder spielst du mit uns oder du bist gegen uns. Gucken wir mal auf der Map, wie weit müssen wir denn... Ach, wir stehen ja fast da, ne? Oh, eine schutzsichere Weste, wir haben ein Medikit sogar noch. Das ist ja geil. Sehr schön. Durch den Garten hin. Oh Scheiße. Da ist sogar ein Boot. Überall rote Ziele. Ja,
dass ich da hin muss, aber ich fahre jetzt erst hinten rein. Das kann ich, warte mal. Und ich fahre darüber. Und mein Moped gleich mal hier vorne abstellen und dann einfach mal einen Spaziergang machen. Immer so, da kann man sich hinter dem Baum und das Auto verstecken.